Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute machen wir was ganz anderes als sonst immer. Wir werden uns heute mal ein paar Friday Night Funkin Apps auf dem App Store anschauen, die natürlich nicht official sind, und wir werden sehen, wie dumm und lustig sie werden. So, dafür habe ich mir eine App gedownloadet, womit ich Sachen aufnehmen kann. Und ich hoffe, es funktioniert, weil ich ist schon sehr lange her, dass ich sowas irgendwann mal gemacht habe. Auf dem Handy was aufnehmen. Und ja, das hier sind die Spiele, die ich gedownloadet habe. Vielleicht hole ich mir auch gleich noch ein paar mehr, weil ich weiß nicht, wie lang dieses Video wird. Vielleicht sind die auch super kurz. Das erste Spiel, was wir haben, ist FNAF Battle Friday Night. Friday Night Funkin Mod. Ah, es ist eine FNAF Mod. Falcom Game Studios. Ich mach's euch ein bisschen lauter für euch. 3, 2, 1, Game! Was ist das? Bisher ist es Tutorial, aber aus irgendeinem Grund bin ich irgendein. Was sind das für Characters? Left, right. Left, right. Hä? Warum sind das andere Charakter? Warum kann ich das nicht. Kann ich das die ganze Zeit drücken? Ah ne, das wird nur aktiviert, sobald es in der Nähe ist. Erst dann werden diese. Ah ne, aha. Nur eine Misspose. Auch geil. Down, down, right. Also die Pfeile sehen cool aus mit Effekten, aber so der Rest ist so komplett fragwürdig. Buba, buba. Ich habe noch nie ein Rhythmusspiel auf dem Handy gespielt, wie du bist dazu sagen. Also sorry, falls ich richtig schlecht sein sollte. Jetzt kommt ganz viel, oder? Ne, das haben sie rausgenommen. Okay, das ist die Normal Version. Na gut, na gut, na gut. Was? Achso, da ist sogar noch Werbung, sehe ich gerade. Story Mode? Das ist so komisch, das Ganze. Hier könnt ihr das noch ein bisschen besser sehen, das Handy. Tutorial. Vor allem, das sind die voll die falschen Characters. Die hat man gar nicht gesehen, hä? Die sind aus. Moment. Das ist Katie und das ist, Female Boyfriend, glaube ich. Ich meine, das war so. Irgendwie so. Myra? What? Auf jeden Fall auf hart. Geht's nicht? Doch, alt. Oh, auf alt. Nee, nee, ich will schon auf hart. Unlock all track to play. Was? Ich check's nicht. Myra kenne ich nicht. Spookies ist einfach Corrupted Mod. 6 Arcello. Ja. Tabi. Kapi. Sehr cool. A6 Oti. Warum auch immer. Und trickt sich. Ja, kann ich alle nicht spielen aus irgendeinem Grund. Dann halt Freeplay, I guess. Junge, wie dreist man einfach hier die ganzen Sachen klaut. Was? Ich kann die Charakter spielen, wenn ich die mir kaufe, oder was? Hä? Das ist Freeplay? Einfach die Charakter? Oder warte, sind das die Lieder? Oh, das können auch die Lieder sein, merke ich gerade. Oh, Expurgation will ich auf jeden Fall haben. Try one time für ein Video anschauen. Also, die sind schon böse, ne? Der Kapi ist nicht mein Yoda. What the fuck? Try one time. Warum geht's nicht? Hä, warum geht das dann? Warum ging das jetzt, aber das andere nicht? Egal, dann spielen wir halt Beethoven. Mir doch egal. Okay, jetzt kann ich's einmal spielen. Mal gucken, wie gut ich bin am Handy. Okay, das ist aber echt so dreist. Also das sollte man wirklich nicht supporten, diese App. Ich habe nur eine Werbung gemacht, damit ich euch das zeigen kann. Man sieht nicht mal, was der Gegner macht. Ich werde wahrscheinlich die richtige Musik einblenden, damit das nicht so cringe ist für euch. Dieses schlechte Audio. Oh Gott, ist das schwierig. Auf dem Handy. Wie spielen Leute FNAF auf dem Handy? Oh Gott, das ist voll schwierig. Ich hab das noch nie gemacht. Ah! Wie soll man das auf dem Handy machen? Ich spiele mit einem Finger, soll ich mit allen Fingern spielen? Wie lebe ich noch? Die spam einfach, Kate Engine, die spam einfach. Fazit zum ersten Spiel, es war sehr, sehr dreist, dass es nicht wirklich gut ist. Also,
Gameplay-weise ist es vielleicht okay, akzeptabel, aber würdest du dafür wirklich jedes Mal 30 Sekunden Werbung schauen, um einmal ein Lied zu spielen? Nicht wirklich, es ist einfach dreist, man sollte das nicht supporten. Deinstallieren. Als nächstes haben wir Sunday Battle, wo einfach Tankman drauf ist aus irgendeinem Grund, okay. Sunday Night FNF Music. Aha. Was? 1, 2, 3, go? Was? Come back now? Was? Play. Warum ist da... Aha. Warum... Warum ist da Softboyfriend mit irgendeiner Girlfriend? Hä? Deduct point if you miss any note or wrong tab and vice versa. Okay, danke. Es ist exakt das gleiche vom Aussehen her. Es ist halt wirklich exakt das gleiche vom Aussehen. Gleicher Source Code bestimmt. Ich habe das Gefühl, ich werde heute sehr oft Tutorial spielen müssen. Opponent use transparent arrow. Don't touch it or you will lose your health. Achso, nicht touchen, meinst du? Gott, bin ich dumm. Junge, wir... Ich brauche nicht mal richtig spielen. Das Spiel sagt so, oh, du bist schlecht, hast dich gedrückt. Was ist mit Soft Dead passiert? Warum hat er so ein richtig schlecht eingefügtes goldenes Mikro? Warum? Aber ich mag die Katze da vorne, die kann man hier sehr gut sehen. Bipa, pupa. Oh, hey, oh. Audio Jungle. Ich finde da nur wieder schlimm, dass hier einfach irgendwelche Fanworks geklaut werden mal wieder. Ich finde, das ist das eine, wenn man einfach nur die Sachen von dem Main Game klaut. Aber es ist das andere, wenn man einfach Sachen von Fans klaut. 1, 2, 3, go. Du bist so cursed. 1, 2, 3, go. Warum nicht 3, 2, 1, go? So wie im Original. Warum? Warum macht man das? Also ihr wollt mir erklären, dass diese Sunday Night App einfach nur FNF Soft gerippt ist. Aber... Sunday Battle ist basically einfach nur die Softmod geklaut und auf dem Handy geparkt. Also es ist halt komplett... Schmutz. FNF Night Battle Friday Funkin' Music Tab. Das sieht schon mal am krassesten aus vom Bild her. Unicorn irgendwas. Gott, warum sehen die alle gleich aus mit dem Menü? Die sehen alle exakt gleich aus. Story Modes? Geht nicht. Kann ich nicht mal. Hä? Hä? Replay. Es ist das exakt selbe! Es ist aber das exakt selbe wie das erste! What the fuck? Wow! Ne, dann werde ich es nicht mal ausprobieren. Nein! Schmutz! Weg mit dir! Als nächstes haben wir was sehr Kreatives. FNF Game! Dann wollen wir mal sehen, wie viel Game du bist oder wie viel FNF du eher bist. Ja, Schnauze. Wie viel Werbung noch? Mach ich mal mein Internet weg. No Internet. Ach, dann kann man es natürlich nicht spielen. Ich glaube, das ist einfach nur eine App, die ganze Zeit mehr und mehr Werbung zeigt. Und nee, komm, bring dich um. Bitte bring dich um, du Hu. Bitte bring dich um, du Hu. Okay, zunächst haben wir Friday Night Funkin. Okay. Dieses Artwork. Okay, press to begin. Gott, sieht das hässlich aus. Immer schwierig. Was ist denn Doomie Battle? Ich will mal Doomie Battle machen, das weiß ich nicht. Wer bist du? Fuck! Was? Bip, bip, bip. Bip. What the fuck? Was ist das? Was ist das? Warum sterbe ich? Nein! Das ist halt so schlecht, ne? Junge, wie schnell atmet bitte Boyfriend? Entspann dich mal, Bruder. Die Falle nicht mal gerade auf die Pfeile runter, sehe ich erst jetzt. Oh Mann. Die Farben passen auch nicht immer. Die wackeln die ganze Zeit rum. What the fuck? Was zum... Ist das für eine Scheiße, was ich hier spiele? Was für eine Scheiße ist das?
Hä? Das loopt? Dein Scheiß Ernst? Nee, komm, kill mich einfach. Nein. Ich kann einfach von den Bildern schon her sehen, dass es das exakt gleiche ist. Hier sind auch so Mods wie zum Beispiel hier Sad Mouse, wo es dann irgendwie anscheinend laut den Screenshots nur eine einzige Mod ist, die man spielt. Und warum? Warum macht man das? Was? Das ist so absurd, ich muss es einfach holen. Friday Night Funkin Video Call in Chat. Ey, komm, let's go. Ich will Video Chat. Let's go. Oh, hier, Celeva Mod. Oh, toll. Guide? Wofür brauchst du ein Guide für dieses Spiel? Das Tutorial war mir nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie man das Spiel spielt. Wow. Bitte bringt mich um. Ich werde mal eins von diesen einzelnen Mods als App mal downloaden. So, wir sind wieder zurück mit neuen Spielen. Und fangen wir einfach an. Select Game. Retrospect. Opera Rapper. Tricky. Castello. Hast du eine Mikuhex? Tankman. Ja, Hankman ist auch meine Lieblingsmod auf jeden Fall. Ist der überhaupt nicht official oder so? Nein. Witty Mod. Midfight Masters. Aguti Mod. Tabi Mod. FNF Battle. Das ist noch normale. Okay. Wie laut das ist. Warum ist es da oben und die Cluster aber hier unten? Mach's doch direkt daneben. Das ist doch unmöglich. Was ist das für eine Werbung? Warum wird jetzt Midfight Masters als eine Werbung angezeigt, hä? Oh cool, die Apple Roll ist eine andere Scheiß-App. Hä, was? Swipe to Sing, was ist das? Hä, ist das ein Spiel oder ist das eine Werbung? Oh lol. Hey, das ist aber tatsächlich ziemlich interessant. Warum ist das bei Gazellos Hintergrund? Komisch. Ah ne, das war nur Werbung. Okay, warte, lass eine andere Mod spielen. Komm, Tankman ist mein Lieblingsmod. Ich möchte Tankman spielen. Oh, warum ist er gelb? Na komm, let's go. Hä? Mit wem redest du da? Warum haben die keinen Körper? What the fuck? Wie soll ich denn bitte auf alles achten? Können die Fallen nicht hier... Zoom raus für mich. Selbst so kann ich nicht sehen, welche Taste ich drücke. Das ist unmöglich. Das ist so eine schlechte Steuerung. Warum fange ich überhaupt mit dem zweiten Lied direkt an? Warum nicht das erste Lied? Irgendwie die Steuerung ist doch so scheiße. Guck mal, ich bin sogar tot. Ich bin sogar tot und nichts passiert. Wie schlecht ist diese Scheiße? Auf das nächste bin ich aber auf jeden Fall gespannt. FNF Erase, Friday Night Music. Okay, neu gezeichneter Bo- Outfit wechseln für die Party, okay. Was? Moment. Oh, das zählt schon. Okay, der freut sich richtig krass darauf. Freundin finden. Wo ist denn die Freundin? Da ist sie! Applaus! Flirte mit Freunden! Hä? Leute, der Übergang! Achso, der spielt alleine. Okay. Beep. Ja, okay, ist halt komplett schlecht. Was? Für was ist das jetzt Werbung? Für FNF oder was? Hä? Was?
Tippe jetzt, um zu spielen. Was ist das jetzt wieder? Nein, ich will nicht, ich will nicht. Let's go, weiter. Wer versteckt sich? Es ist... Vater Liebster! Ah! Wie, einbrechen? Ja, einbrechen. I don't think that's how it works. Fresse! Wer ist das? Das ist Pikachu! Ah! Finde den Imposter! Du bist der Imposter. Warum kriege ich die ganze Zeit Werbung von random FNF-Mods? Wer steckt hinter der Maske? Es ist Bahnhof! Dein Scheiß Ernst? Okay. Lass mich weg! Hä? Geheimnis in der Box! Wir wissen, was da drin ist! Dann ist es halt so wie ein FNAF. Wir wissen nicht, was in der Box drin ist. Oder nicht? FNF Erase sah zwar ganz lustig aus, aber es ist wie alle anderen einfach nur ein Cash Grab. Ich habe wirklich gedacht, mindestens eins davon wird relativ okay und spielbar sein, aber es sind alles nur Cash Grabs. Als nächstes haben wir FNF Video Call in Chat. Let's go. Leute, Pico ruft an. FNF is calling. Deine Scheißfresse! Komm, Videocall! What the fuck? Okay, ich lasse es, sorry. Nein! Nein! Ablehnen! Chat. Diese Musik. Ich habe gerade wirklich Angst, dass ich gleich ein Virus bekomme vom Handy. Hi FNF, ja! I'm fine, thanks. I always really thank you. Es hat niemand irgendwas geschrieben. Die erste Antwort ist, I'm fine, thanks. Nice to meet you. Do you like FNF music? Really? Thank you. Warum kann ich das antworten? Hi FNF! Was? Hi there, how are you? I'm fine, thank you, nice to meet you. Achso, das wird automatisch in der Reihenfolge gesetzt, da. Hi, always play FNF Music, FNF love you, really thank you. Hä? Und jetzt? Gut, dass ich mein Internet aus habe, bestimmt ist da richtig viel Werbung drin. Ja, was soll ich sagen, das ist wie jede andere Phone Call Video App. Traut sowas nicht, vor allem niemals irgendwas erlauben, was diese App von euch möchte, zum Beispiel irgendwie auf Dateien zugreifen oder so von eurem Handy. Lasst es, das ist keine gute Idee. Ich wollte es nur zeigen, weil es einfach so beknackt ist und dumm ist. Als nächstes, wir sind immer noch nicht fertig, Music Battle FNF Arrow Game. Okay, dann komm, ich will Arrow Game spielen. Seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine? Nein. Play. Ist das einfach Beat Saber, aber du rennst rum? 3, 2, 1. Hä? Ich bewege einmal so. Da ist er schon tot. Claim. Retry. Oh, nach ganz rechts. Bahnhof.
Oder ist es, also das ist so eine Steuerung? Hä? Warum bin ich jetzt, warum bin ich jetzt Schnabel? Es ist nicht mal was gespawnt! Ich hab's kaputt gemacht, oder? Junge, das ist so scheiße gemacht, die Steuerung. Das ist so hart scheiße. Es ist nicht mal FNF, es ist einfach, was auch immer das für eine Scheiße ist, es halt. Und ich kann Bäufe nicht bewegen, es geht nicht. Komm schon. Ach Junge, wie es auch laggt. Ist überhaupt nicht optimiert. Das ist so schlecht. Ich wette mit euch, dieses Spiel gibt es 20.000 Mal mit anderen Reskins, mit anderen Charaktern. Das ist einfach nur das FLF-Reskin davon. Ach komm, das ist doch schmutzig, Steuerung. Weg mit dir, das muss ich nichts sagen, ey. Da sagt doch jeder, wie scheiße das ist. Als nächstes... Tricky vs. FNF. Friday Night Funkin' Mod. Und ja, ich ignoriere das extra das erste. Es ändert halt gar nichts, ob ich dumm was drücke oder nicht. Die Leiste geht trotzdem runter. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Ja, ist einfach Kate Engine. Ich hab was Spam. Trotzdem wäre Mist zugeschrieben. Ach komm. Ach komm, die sind doch alle Schmutz. Weg mit euch. Komm. Bringen wir es hinter uns. FNF Squid Game. Ich verarsche euch nicht, das gibt's wirklich im App Store. Let's go, letztes für heute, danach habe ich keine. Habe ich keine Lust mehr. Okay. Hart. Ich kann nur easy. Fickt euch. Dann spielen wir halt nochmal Tutorial. Verzögert. Warum ist er aber rumwackeln? Was ist mit dem? Hä? Wieso kann ich jetzt Sachen auf ihn rüberschicken hier? Komm, wir machen mal die Bob-Mod nach. Das ist doch spaßig, oder? Ich glaube, das ist nicht mal richtig programmiert. Einfach nur draufgeschmissen, weil da Squid Game steht und man Squid Game im Hintergrund sieht. So, ich hoffe, ich konnte euch in die Welt der FNF-Bootlegs reinbringen und euch zeigen, wie schlimm eigentlich diese ganzen Bootlegs sind. Und viele denken, das ist FNF, weil sie es nicht besser wissen. Nicht denken können, ja, google ich mal FNF. Nee, gehst einfach in den App Store und dann findest du solche Bootleg-Scheiße. Es ist genauso wie mit ganz vielen anderen Franchises, wie zum Beispiel Among Us oder so. Ich habe wirklich erwartet, dass ich noch dieses Subway-Surfer-Spiel finde von FNF. Das wollte ich unbedingt noch spielen, aber ich habe es nicht gefunden. Vielleicht wurde es auch schon längst runtergenommen. Wer weiß. Mein Handy ist jetzt ziemlich warm. Ich hoffe, ich mache damit nichts kaputt. Vielleicht habe ich irgendwelche Viren jetzt gedownloadet. Nice. Ich empfehle euch, wartet einfach, bis das Spiel nächstes Jahr draußen ist. Ansonsten, es gibt bestimmt auch richtige Methoden, das Spiel zu spielen auf dem Handy. Guckt euch Tutorials an oder so, falls ihr es unbedingt auf dem Handy spielen wollt. Aber ich kann es euch nicht empfehlen. Steuerung ist halt anders, ganz anders als im richtigen Game. Weil du hast ja Touchscreen-Controls und nicht Tasten. Aber ja, das soll es dann gewesen sein für dieses Video. Es war ein ziemlich anderes Video als sonst immer. Aber wenn es euch gefallen hat, vielleicht mache ich ja so, nochmal sowas in der Art. Mal gucken. Ich bin sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. Ich beende das einfach. Thank you for your support. Nein. Ich hoffe, du stirbst.